das ist aber lieb von dir. Dass du wieder eingeschaltet hast bei einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Heroes Omega. Zur letzten Folge haben wir mit Ymir geredet, mit Chuck Wu. Der hat uns kurz darauf vorbereitet, dass wir Nick Fury suchen müssen. Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück beim lustigen Blinde Kuh spielen. Wir klopfen einfach mal sämtliche Gegner ab, überall hier in dem Gebiet, in der Hoffnung, irgendwann einmal Fury zu finden. Wir kennen das Gebiet hier schon. Ja, das ist Madripoor. Da haben wir schon mal durchgeprügelt. Auch die meisten Gegner, die hier sind, kennen wir schon. Deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass wir das hier irgendwie schaffen. Nur der einzige Unterschied ist, dass die Gegner jetzt hier stärker sind, als wir damals da waren. Aber das sind wir ja auch. Vorausgesetzt, ich treffe. So, komm schon, stirb. Jawohl, sehr gut. Und da oben müssen wir rein. Da ist ein Durchgang. Allerdings möchte ich natürlich wie immer zuerst das Gebiet richtig erkunden. Dass sie sich alle rumteleportieren können hier. Beziehungsweise Nightcrawler nimmt uns die Gegner direkt vor der Nase weg. So, fast 200.000 Schaden für unseren Finisher, für unser Aussaugen. Ja, der Schaden, der wird noch richtig krass hier in dem Spiel. Komm, wir machen mal Rückrufüberladung. Rogue, es gibt überall was zu absorbieren. So, wir können leider nicht mehr teleportieren. Ich habe den Skill ja weggemacht. Damit wir eben jetzt ein bisschen auf Rumdashen aufbauen. Ne? Hier so rumsurfen und so. Können wir zwar nicht so oft wie teleportieren. Ist aber trotzdem lustig. Komm, den da, den hauen wir gleich mal weg hier. Komm schon. Immer diese Ninjas. Ich hasse Ninjas. Ninjas teleportieren sich immer rum. Also grundsätzlich finde ich Ninjas eigentlich sau cool, ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Aber hier in diesem Spiel sind die immer so am Rumteleportieren die ganze Zeit. Das heißt, die sind schwer zu treffen. Nicht, dass das irgendeine Gefahr darstellt oder so, ne? Ist einfach nur ein bisschen nervig. Was haben wir denn hier? Da ist unser Lieblingsbarbier, nein, der Friseur. Ich würde aber sagen, da gehen wir gleich rein. Zuerst einmal will ich hier noch ein bisschen, was ist denn das da? Ein Zivilist. So, ich glaube, viel gibt es hier auch nicht zu sehen. Deswegen würde ich gleich mal sagen, wir gehen in das richtige Gebiet. Weil ich will noch nicht zu viel von der Karte aufdecken, solange wir noch nicht am Ziel sind. Diese Schlangen spucken Gift und verlangsamen uns. So, wir gehen hier oben hoch, hier lang und dann hier rein. Also, was haben wir hier? Zerstöre Shields. Zerstörter Shield. Achso, Erkundungsposten. Mysteriöses Madripoor. Finde Shield. Erfinde den Shield Horchposten. Na gut. Endlich am Ziel. Madripoor. Sei vorsichtig da draußen, Rogue. Sieht ziemlich brenzlig aus. Oh shit. Hier ist alles zerstört. Wisst ihr doch, als wir hier waren, das sah so alles so richtig schön lebendig aus. Das war mal. Hier können wir rein. Ach so, guck mal. Sprich mit dem echten Nick Fury. Das hier ist also nur eine Hologrammwand. Ne? Da kann man durchgehen. Interessant. Das wussten wir damals noch nicht. Und hier ist der neue Stützpunkt. Wegmarke Nick Furys Geräteschuppen. Das ist hier, ne? Diese Wegmarke. Da hätten wir uns schon gleich hin teleportieren können, wenn wir das gewollt hätten, aber ich dachte, wir gehen lieber über den normalen Weg hier durch. Hier ist auch unser... Achso, ich kann mich gar nicht mehr teleportieren. Unser Stash ist da oben, Ausrüstung ist hier, da kann man sich heilen, da ist der Handwerker. Ist mir eine Ehre. Der Handwerker ist in diesem Fall ein Sword Agent. So, wir können hier... Ach doch, wir können hier hochfliegen, perfekt. Also Fury, alte Socke. Guck mal, hier ist sogar Abigail Brandt.
Nein, das ist James Wu. Ich meine, sie hier. Das ist Abigail Brand. Die Skrulls richten da unten das reinste Chaos an. Beeil dich, Rogue. Na gut, wir beeilen uns ja schon. Hey, Fury, du lebst ja noch. Was geht ab? Willkommen im Kriegsgebiet, Helden. Anscheinend haben euch weder Dr. Doom noch unsere außerirdischen Invasorenfreunde die hübschen Gesichter demoliert. Zumindest wissen wir, dass wir euch vertrauen können. Agent Jimmy Wu da drüben macht euer Briefing. Ihr solltet euch nach eurem letzten Besuch im alten Madripoor ja noch auskennen. Das tun wir. Wir kennen Madripoor wie unsere Westentasche. Und ich habe das Gefühl, Nick Fury hat jedes Mal eine andere Stimme. Was passiert mit mir? Wir sind Stufe 59. Grandios! Also, nur noch knapp ein halber Level. Dann sind wir Stufe 60 und dann geht es erst richtig ab, Freunde. Dann fängt das Spiel eigentlich erst richtig an, muss man dazu sagen, ja. Story ist im Prinzip nur ein Tutorial für das, was wirklich wichtig ist. Turm der Intrigen. Willkommen zurück in Madripoor. Ist wahrscheinlich mein Lieblingsort in dieser Jahreszeit, wenn man nichts gegen Schlangenmenschen, mörderische Ninja-Killer und jetzt auch Alien-Eindringlinge hat. Das ist die Situation. Erinnert ihr euch, wie Elektra die Hand übernommen hat und wir sie erledigt und eingesperrt haben? Tja, sie ist wieder da. Sieht aus, als würde die kleine grüne Elektra hier in Madripoor die Fäden ziehen. Von Schusswaffen bis hin zu Handlangern und viel, viel Schlimmerem. Die Sache ist, die werden gar nicht exportiert. Sie verschwinden. Wir haben hier nicht genug Shield-Agenten, um es selbst mit der Hand aufzunehmen und wir wollen nicht riskieren, dass auch S.W.O.R.D. kompromittiert wird. Also, wir zählen auf euch, Helden. Macht den Ninjas die Hölle heiß. Ich finde ja ziemlich cool, dass die hier mittlerweile Sprachausgabe haben. In den ersten Levels, wisst ihr noch, da war ja einfach Text, den musste ich vorlesen. Und hier ist es mittlerweile so, dass sie das sprechen. Zwar nicht Wort für Wort für das, was hier steht, aber es klingt trotzdem ganz cool, was die da sagen. Also, die Elektra, die in dem Hand Tower ist, hier in Madripoor, das ist nicht die richtige Elektra, das ist wohl ein Skrull. Und die sollen wir jetzt aufhalten, weil die eben Waffen exportiert und so ein Kram. Und S.W.O.R.D. können die nicht hinschicken, weil es könnte ja sein, dass S.W.O.R.D. Auch übernommen wird von Skrulls. Und deswegen müssen wir die Drecksarbeit erledigen. Leider sieht der Level nicht mehr so aus, wie als wir damals hier waren. Ja, der ist jetzt ein bisschen anders. Und ich habe vor, trotzdem alles hier aufzudecken, bevor wir gleich den richtigen Weg laufen. Also wir werden die komplette Karte wieder sehen, um zu schauen, ob da nochmal irgendwelche versteckten Gebiete sind, wo man reingehen kann. Sieht ja eigentlich auch mal ganz interessant aus, Madripoor, finde ich. Du bleibst schön hier, Schlange. Da oben ist auch das Gebiet, wo wir reingehen können. Besiegt von Menschen, unmöglich. Das ist sogar sehr gut möglich, weil wir keine einfachen Menschen sind. Aber woher sollst du das auch wissen? Du blöde Schlange. Ja, sobald wir Stufe 60 sind, bringe ich unsere komplette Ausrüstung auf Stufe 60. Dann steht dann unten links benötigte Stufe 60 und Gegenstand Stufe 63. Dann sind wir richtig mächtig, Freunde. Das kann ich euch schon mal sagen. Achso, wir können ja auch mal hier, zack, ne, so. Kiste aufmachen. Hier, geh mal weg da. Und dann habe ich auch schon mal, wisst ihr ja, offscreen für neue Ausrüstung gesorgt. Das bedeutet also, wir haben gleich super Ausrüstung. Also wir machen da, wir kriegen da einen Power Spike, das ist nicht mehr feierlich. Für die Gegner meine ich natürlich. Die Jungen geht's hoch, den Magier in der Hand saugen wir gleich mal aus. Kassieren den Gürtel hier und gehen weiter. So, der Topf stand im Weg. Oh mein Gott, was ist hier los? Rückrufüberladung! Da waren gerade ganz viele Gegner auf einmal und wir kriegen dafür zwei Ewigkeitssplitter. Das ist doch super klasse. Hat sich voll gelohnt. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkamen. Hier ist nichts. Na gut. Gehen wir doch mal da lang hier. So. Den da aussaugen. Zack, perfekt. Ihr seht es ja, unsere Geisterbilder machen ganze Arbeit, die Gegner abzulenken, unsere Illusionen. Die dashen halt immer mit uns. Mir wäre es lieber, wenn die nicht mit uns dashen würden. Andererseits machen die auch extra Damage. Guck mal hier, da kämpfen noch mehr Schlangen. Rückrufüberladung! Super klasse. So, da ist ein Zivilist, den helfen wir mal ganz kurz hier. Lauf weg! Mehr ist ja auch nicht drin. Früher, wie gesagt, als man das, dieses Schwert sammeln musste, die Bruchstücke des Schwertes, damals in Madripoor, da waren die in solchen Orten versteckt. Drei Bruchstücke waren das.
Heutzutage muss man noch eins einsammeln, ein einziges. So, bevor wir da reingehen, das ist übrigens neu, das Gebiet da. Gehen wir doch mal hier außen rum. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Da kämpfen die Schlangenmenschen gegen die Hand. Hier genauso. Ah, so war das also vorhin. Ja, nehmen wir mit, ne? Wenn wir so viele Erfahrungspunkte geschenkt bekommen, warum eigentlich nicht? So, weiter geht's. Hier sind ganz viele Head-Ninjas. So, sehr gut. Ich will noch mal ganz kurz hier rein. Da kann man nach hinten, das ist aber auch nichts zu holen. Hier haben wir auch alles aufgedeckt, perfekt. Das sieht aus wie so ein riesiger Ring in der Mitte, ne? Seht ihr das? Vielleicht eine Pagode? Ist das vielleicht der Handtower? Kann man das mal richtig sehen? Ich habe keine Ahnung. So, bleibt mal stehen hier. Lauf doch nicht weg! Wir wollen doch nur liebenswürdig zu dir sein! So. Da gibt es mehrere Wege rein. Okay, ich würde aber sagen, wir nehmen keinen Seiteneingang. Wir nehmen einen Haupteingang. Und wisst ihr, was ich auch mal wieder gerne machen würde? Ist zwar schon ein Weilchen her, aber es war ziemlich effektiv. Und zwar würde ich gerne mal wieder... Wir haben jetzt Mentalschaden durch unseren Tackle. Tackle mehr oder weniger. Und ich würde gerne wieder das hier machen. Verheerender Ansturm. Guck mal, 31 bis 47.000 Schaden mit der Chance auf doppelten Schaden, wenn es voll aufgeladen ist. Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich cool. Deswegen packe ich es nochmal rein. Ich habe das hier nur mitgenommen, weil es eben Mentalschaden war. Dafür haben wir jetzt aber das hier. Also packen wir jetzt nochmal den Ansturm hier mit rein. Und der Schaden war ja richtig krass, ne? Deswegen ist auch physischer Schaden. Das heißt, wir haben jetzt hier Energie, physisch, mental, Energie, Energie, Energie und hier nochmal physisch, physisch. Ne? Also mental ist zwar nur eins, aber dafür können wir es dreimal aktivieren. Das heißt, wir können jetzt hier viel rumtackeln, also wir dashen praktisch einmal vom Gegner weg. Ne, so wie hier, ich zeige euch das mal ganz kurz. Einmal durch in die eine Richtung und dann zurück in die andere Richtung. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Wir laufen aber hier, ich finde, das sieht schön aus, also richtig schön hier. Sehr gut. Es hat nämlich auch keinen so langen Cooldown wie der Betäubungsangriff. Ne, da hinten ist kein Durchgang, da ist zu. Hier sind noch ein paar Ninjas. Perfekt. Und wie sieht es eigentlich aus mit unserem legendären Gegenstand? Ihr seht es hier. Na, es dauert noch ein bisschen, bis wir auch Körperschaden erhöhen können. Also Körperschaden sind unsere normalen, ist unser Q, also unser Aufwärtshaken und unsere zermalmenden Schläge, unser normaler Angriff. Auch das hier ist Körperschaden. Die werden stärker, sobald wir das hier auf Stufe 3 gebracht haben, ne? So, ne, wir können wieder Gegner blitzerisieren. Oh, wir haben sogar einen Movement Speed, also Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit. Bonus. Wir können immer noch blitzerisieren, dass sie betäubt sind und danach durchtackeln. Das ist unsere alte Strategie, wenn ihr euch erinnert. Die macht wieder richtig Fun hier. Komm, ihr trefft die alle auf einmal. Meister Assassine in der Hand. So haben wir auch mehrere Finisher. Einmal das hier, was einfach nur rohen Schaden macht. Und einmal das hier als... Guckt euch mal den Schaden an. 43 bis 65.000 Schaden plus exekutieren. Ziemlich cool. Da oben geht's also rein. Wir werden gleich begrüßt von einem Assassin der Hand. Die Sache ist die, wir müssen hier
in dieser Pagode hier in der Mitte Gegner besiegen. Ich habe das vorhin schon mal gemacht. Das waren ganz normale kleine Trash-Mobs, so wie die hier. Und wenn wir das gemacht haben, dann öffnet sich der Weg zur nächsten Etage. Also müssen wir hier nach guter alter Pagodenmanier eine Etage nach der anderen verprügeln. Sieht schon geil aus hier, ne? Dass man hier auch runtergucken kann, so auf Madripoor. Ich finde das schön hier, ne? Das sind Details. Aber diese Details machen einfach die Atmosphäre in dem Spiel aus. Und natürlich, das ist jetzt kein Resident Evil oder sowas in der Richtung, ja, wo man vor Atmosphäre nur so strotzt. Aber für ein Action-RPG ist das schon wirklich sehr toll. Gerade so für einen Marvel-Fan wie mich. Und für die meisten von euch, die es gucken, die werden wahrscheinlich auch Marvel-Fans sein. Ist das eigentlich was Schönes, das mal so zu sehen? So, wir gehen jetzt in die nächste Etage hier. Und ich nehme an, die Gegner werden immer härter. Also stören wir gleich mal rein. Hier, ne, da sind schon wieder so ein paar goldene Gegner. Ihr seht es, die spawnen auch nach und nach. Also man kann sich nicht darauf verlassen, auf das, was man hier gerade sieht. Ich mache natürlich, wie immer, auf die goldenen Gegner erst unseren Instant-Kill-Angriff. Das heißt, den hier. Ne, extreme Erschöpfung, das tötet ja kleine Gegner, die keine Bosse sind, sofort. Und, das mache ich meistens auf goldene Gegner. Oder auf blaue, falls keine goldenen in der Nähe sind. Darum sterben die immer so schnell. Also falls euch im Laufe des Let's Plays gewundert habt, warum die goldenen Gegner oder die blauen Gegner immer so schnell platzen, das liegt daran. Ne, wir können hier unsere Geisterbild auch kontrollieren. Ne? Wenn die jetzt da sind, ich dash jetzt hier runter, dann dashen die entsprechend in dieselbe Richtung. So, gehen wir mal zum nächsten Schritt. Was erwartet uns hier? Da sind schon mehr goldene Gegner. Tötet die Eindringlinge. Keine haut ab, ehe ich es sage. Das wollen wir doch mal sehen. Wir machen Rückrufüberladung. So, sehr gut. Ihr habt schon gesehen, dieser Tackle, wie viel Schaden der gemacht hat eben. Danach habe ich schon lange gesucht. Auch diese Etage haben wir geschafft. Bemerkenswert ist, dass jetzt hier auf der Karte kein Totenkopf mehr angezeigt wird. Das bedeutet, oder kein Gefahrensymbol. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich schon ganz oben angekommen sind. Also schauen wir mal, was hier ist. Hier ist wieder das Gefahrensymbol. Also wir sind immer noch nicht ganz oben. Krieger! Erteilt diesem Eindringling eine Lektion! Das ist ja cool. Erst wieder. Da kommt der. Das Training ist vorbei. Jetzt wird richtig gekämpft. Jetzt kommen die. Alter, wie cool ist das denn bitte? Und der hier. Ach so, okay. Ich habe gedacht, der wartet auch noch. War aber cool aufgebaut, dass wir die Gegner nicht gleich schlagen konnten. Ich glaube aber, da ist nichts zu finden. Da ist der Parkplatz, da ist ein bisschen Polizei und so. Ja, es sieht alles gleich aus, der Rest hier. Ist aber cool, ne? Also, anstatt dass er blind hier reinläuft, sofort hier rein, Gegner verprügelt und dann sofort hier raus, dass man sich einfach mal die Zeit nimmt, ja, und dann mal hier hochgeht und sich mal die Gegend hier anschaut. Fehlt doch, dass ein paar Leute hier rumlaufen oder so, aber ansonsten echt cool. Ist natürlich nur billige Kulisse, ja. Aber, schöne Details. So. Ich will das Spiel ja auch genießen. Ich will ja auch RPGs genießen, ne? Wie ist das möglich? Komm, wir machen mal Rückzugüberladung wieder. Das ist grundsätzlich die Medizin für alles hier. Und schon haben wir die Ebenenaufgabe abgeschlossen. Ich frage mich, wie viele Ebenen es sind. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Wir könnten ja auch übrigens hier den da auf Begleitermodus stellen. Dann haben wir neben unseren Geisterbildern und Kurt und Remy, die gelegentlich auftauchen, haben wir dann auch noch einen Verbündeten. Keine Sorge, wenn das Story-Let's Play vorbei ist, werde ich auch noch andere Team-Ups freischalten. Also, dann gucken wir mal, was hier so dabei ist und schauen, was am meisten Sinn macht für Rogue. Ich persönlich tendiere einfach, weil ich ihn sehr gerne mag, zu Quicksilver. Vielleicht werde ich den auch nehmen oder ich versuche irgendwann einmal Phil Coulson freizuschalten, der auch ziemlich cool ist. Habe ich ja schon mal gesagt, dafür brauche ich aber noch mehr von diesen, ich glaube Omega-Zugangsdateien waren das. Ich brauche 2000 Stück davon, also es dauert doch ein Weilchen, bis ich die habe. Ja.
Du hast noch ein paar Handlanger. Und hier ist, geh ins Obergeschoss der Pagode. Scheint so, als wären wir im Obergeschoss. Besiege die Skrull Elektra. Dann wollen wir mal, Freunde. Auf geht's! Es ist zu spät für euren Planeten. Es ist nie zu spät für unsere Planeten. Ich gehe mal davon aus, dass die funktioniert wie Elektra. So, da hat sich also hin teleportiert eben. Wir machen mal Rückrufüberladung hier. Müsste eigentlich gar nicht unbedingt sein, aber ich mach's mal aus Spaß. So, hier. Ach, Mist, Tackle ging daneben. So, das da. Dabei aussaugen. Weitersaugen, draufkloppen. Wegdashen. Drauftackeln. Achso, sie ist weg. Tja, wir sind auch Ninjas. Wir haben auch Geisterbilder. So, Rückrufüberladung. Echt guten Schaden gemacht. 400.000 hat die Explosion am Ende gemacht. Gar nicht mal so schlecht. So, die ist schwer zu treffen, weil, wie gesagt, Ninja und so, ne? Aber wir müssen uns ja hier um nichts Sorgen machen. Wir haben alles, was wir brauchen, um sie zu schlagen. Und Tackle! So, wir passen nochmal hier einen Aufwärtshaken. Dann saugen wir nochmal ein bisschen und machen nochmal Tackle hier. Zack! Und das war's! Grandios! So, Freunde, Entschuldigung, da ist mir gerade die Aufnahme abgeschmiert und wir haben ja Elektra besiegt, beziehungsweise die Skrull Elektra, und Abigail Brandt hat uns gesagt, dass wir, dass sie Grünbäckchen Elektra, so hat sie genannt, zum Verhör schickt, und wir sollen zurück zu Nick Fury, deswegen machen wir das doch gleich mal. Und apropos Nick Fury, wir haben ja eine neue Fähigkeit bekommen von Nick Fury letztes Mal. Und zwar, dass das hier gestählte Führerschaft, zahllose Kriege und taktische Schlachten aus Nick Furys Erinnerungen gewähren dir einzigartige Kontrolle über alle Soldaten, die an deiner Seite kämpfen. Also alle herbeigerufenen Einheiten kriegen für 10 Sekunden 50% mehr Schaden und machen 100% kritische Treffer, also sind nur noch am Critten. Und das Ganze hat 25 Sekunden Abklingzeit. Also ein temporärer Buff für alle herbeigerufenen Einheiten werde ich euch irgendwann einmal richtig in Action zeigen. So, wir gehen mal hier in Furys Geräteschuppen. Okay, wir sind also wieder hier und sollen hier bei ihm, hier bei Agent Wu, Informationen sammeln. Das machen wir in der nächsten Episode, Freunde. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Ihr kennt das ganze Jahr. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen. Bei der nächsten Folge werden wir höchstwahrscheinlich Level 60 erreichen werden. Also, vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.